müssen wir den Berg bei einem Computer kaufen, dass ich auch mitspielen kann. Ja, der lebt doch. Und auf was spielst du? Ja, auf mein Laptop. So. Haben wir doch zwei, ich mein Gamer Laptop und sie hat den HP, den was du damals hergekriegt hast. Weißt du das noch? Nein. Und dann hast du eh komplett einmal alles so was da und alles wieder neu für dich. Der ist schon hübsch schuld. Na gut, aber so sind die Anforderungen von dem Spiel nicht, weil wie gesagt, ich habe auch immer um die 100 FPS, 90, wenn ich mich schnell traf, fahre ich mal auf 75 runter. Aha. Bei Ultra-Einstellung, also bei Hexen, was geht. Das ist wahrscheinlich auch das Schöne an dem Spiel, weil du keinen High-End-Rechner brauchst, sondern wirklich mit einem normalen noch spielen kannst. Und dennoch gut macht das von der Grafik her. Ja. Ich sag aber wieder, das Wasser, das ist super gut gemacht. Ja. Jetzt spritzt alles, ist extra die Weine, gell? Aber jetzt können wir eigentlich direkt nach Westen segeln. Und die Geisterschiffe, die geben da neue Kugeln. Da scheust du dann nicht mehr Kugeln, sondern Geister aus die Kanonen. Die schaut voll crazy aus. Alles glaube ich. Okay, wir haben jetzt eine da, wo Gegner schlafen gehen. Wir haben eine da, wo es betrunken wird. Eine da, wo es langsamer geht, weil es gebrochene Knochen haben. Und ohne. Setzt die Segel eines gegnerischen Ringsraum für wunderschöne. Und ohne die, wo die Segel setzt oder einfährt, das weiß ich jetzt nicht. Und 15 Donnerbomben und 17 Brandbomben. Und 53 normale Kugeln. Plus die 10, wo sie im Inventar haben. Genau. Und wenn wir mal jetzt den roten Kopf machen, mengen. Habe ich auch einen zugeschaut, das geht. Zweites, er hat ihn sogar schon allein gemacht. Dann braucht man 200 Kugeln. Mhm. Weil ein Geisterschiff geht mit 3 Treffern kaputt und dann hat noch ein paar Geisterschiffe kommt da so eine Art Flotte. Da muss man aber das mittlere nicht kaputt schießen. Oh, Sturm, rechts. Und nachdem dass man die Flotte kaputt gemacht hat, kommt irgendwann der Burning Blade, also der Oberkapo, und der vertragt einiges an Kugeln. Aber dann kriegst du da ganz guten Loot. Okay. Wo müssen wir genau da rein? Oder passt das, so wie wir da? So wie wir draußen haben, passt sogar ein bisschen südlicher kann man. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da.
Bis zum nächsten Überraschungsei. Ich tue mal Ziegler wegen den Tee, oder? Ja. Jetzt müssen wir erst wieder im Birchel lesen, wo wir dann hin müssen und auf der Karten schauen. Gut, jetzt sind wir bei. Ja, da müssen wir nicht hin, Devon's Ridge. Dann sind sie gefahren, fliehen gegen Südosten. Also lenken wir gleich Richtung Südosten. Bist Richtung Südosten, weil dann lose ich Ziegel wieder runter. Ja. Und steht da. Haben Steuerbord, kleine seichte Insel passiert. Richten Kurs nach Ost-Nord-Ost. Also müssen wir jetzt auf eine kleine seichte Insel warten. Ja, das sehe ich schon. Direkt vor uns. Also Steuerbord. Ich weiß nicht, wo Steuerbord ist. Das Steuerbord ist überall geradeaus. Steuerbord war links. Glaube ich, oder? Weil es wie beim Auto ist. Da wo das Lenkrad ist. Ja, wo müssen wir dann hin? Ich sehe gesagt, das ist die kleine Insel da, also die wir da haben. Ja, kann sein. Dann Richtung Nordost. Und dann kleine Insel richten Kurs nach Ost-Nord-Ost. Okay, dann warte mal. Genau wieder vor ins Niedere. Na, warte jetzt. Dann kommt als nächstes passieren, befestigte Insel, neuer Kurs Nordosten. Ja, befestigte Insel könnte jetzt der Stor sein, oder? Kann sein, ja. Dann Nordost. Ja, wenn wir drauf vorbei sind, dann noch Nordost. Scheiß Ding schon wieder spinnt. Aber es wird da ungefähr sein, oder? Da sollte man es vorher auch sagen. Also ich sehe und treffe zu. Nur wenn wir uns auf Karten verlassen, ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr links, dann war es mehr Nordosten. Jetzt fast Richtung Süden. Ja, das ist aber schwierig. Ja, was war das? Der Blitz hat getroffen. Ja, schief. Ja,
wissen wir nicht. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil mein Kompass auch spinnt. Jetzt haben wir vorhin im Scheiß wieder. Ich glaube, wir fahren mal komplett verkehrt. Dann sollten wir mal hinwählen. No, stark rechts. Ah, links. Links? Ja. Jetzt bin ich bei Nordost. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch richtig raus sind. Discovery Ridge, dann da oben. Es könnte Lost Gold Fort sein. Ich glaube, es ist die Cutlass Bay, das war jetzt voll rechts. Schaut gut aus, bleiben wir mal so. Da hätten wir direkt jetzt vor uns. Sind wir gut dran. Also nicht die kleine Insel jetzt halt links oder? Ja, oder? Nein, nicht links, einfach geradeaus jetzt einmal. Okay. Ich glaube, die kann schauen, anders musst du einmal schauen auf der Karten und ich erzähle dir die Geschichte nochmal. Nein, nein, nicht die. Ich glaube, das kann die sein. Ja, wurscht, haben wir Zeit, probieren wir schon mal. Aber mir gefällt das mit den Rätseln irgendwie, das. Das hast du sonst nicht in einem Spiel. Ja, schau her, da muss die Bianca jetzt noch einen Xbox Pass machen, weil der kostet im ersten Monat eh nur 1 Euro. Dann können wir zu dritt das große Schiff fahren. Ah, oh, da muss ich es einmal überreden. Und wenn was nicht passt, können wir sie zusammen scheißen. Oh, Schätze! Schätze! Christian, wenn was Blinker sagt.